Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bausimulator. Wir stehen hier mitten im Industriegebiet und müssen einiges an Baumaterial jetzt erstmal loswerden. Das heißt, wir stellen uns mit dem LKW irgendwo hin, wo wir hoffentlich nicht ganz so sehr im Wege stehen. Also, irgendwo hier sollte passen. So. Wir müssen entladen. Einmal Betonsäcke, zweimal Schüttgut, dreimal Pflasterstein. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Da kann man, denke ich, auf alle Fälle mit leben. Normalerweise mache ich sowas immer mit dem Bagger gerne. Diesmal müssen wir halt mit dem LKW-Kran auskommen. Ich nenne es mal so ein bisschen auf altherkömmliche Weise. Ja, dann werden wir die Materialien auspacken. Dann werden wir jede Menge Kies hier hinfahren. Da fällt mir ein, ich glaube, ich wurde offscreen, glaube ich, die Kiesmulde hierher holen. Naja, werden wir das denn gleich in der Folge sehen. Oder in der Folge eben holen. Da wird man, denke ich, noch irgendwie mit fertig. Ja, und ansonsten Kies aufbringen, Kies verteilen. Im besten Falle noch verdichten, wobei dafür auch rein, da müsste man eigentlich auch nochmal die Erdbauwalze generell erstmal holen. Naja, man wird schon, denke ich, irgendwie mit klarkommen. Aber alles vorbereiten, alles gut vorbereiten, dass man, ich hätte fast gesagt, am Ende beide Straßen mehr oder weniger gleichzeitig einfach nur noch fertigt und ja, irgendwie sowas in der Art. So ist zumindest jetzt erstmal mein Plan. Ob der Plan aufgeht, da muss man halt mal gucken. Aber erstmal die Schüttgutsäcke hierhin transportieren. Platz machen und dann sollte das soweit passen. Ich glaube, hinten auf der Wiese, da stören wir keinen. So. Dann wird einmal gepflastert. Das sieht sehr schön gepflastert aus. Wunderbar. So, dann schnappen wir uns mal die Mulde. Fahren per Schnellreise eben hierher. Verteilen den Kies. Schieben den Kies eventuell noch ein bisschen breit. Mit der Planierraupe. Einfach, dass wir auch, ich nenne es mal so ein bisschen dieses wirklich verteilen, auch irgendwie nachspielen oder irgendwie so weiter in der Art. Theoretisch reicht es bis auf Anschlag voll zu kippen, aber das wäre ja zu einfach. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? So, hier hätten wir die Kiesmulde. Also, hier hätten wir schon jede Menge Kies liegen in riesigen Bergen, aber das wird dann halt noch zur späteren Gelegenheit noch ein bisschen verteilt. So. Dann wollen wir gleich mal eben Kies kaufen. Kies kaufen, verteilen und gucken, wie viel wir ungefähr brauchen oder schon mal vorkippen können. So, Kies wäre damit gekauft. So. Fahren wir mal weiter. So, ein Nachteil, wo ich gefühlt an dem LKW sehe, irgendwie, der macht immer riesige Haufen. Ich brauche wirklich eine enorme Höhe, dass er überhaupt mal was auskippt. Aber wie sieht das jetzt aus? Wie viel hätten wir damit schon mal verteilt? 10%! Ihr seid lustig. Na gut, dann verteilen wir hier 9 Stück. Ich glaube, 2 pro Bahn, das sollte ganz gut passen.
Und mal gucken, wo wir am Ende des Tages überkommen. Wobei, ich glaube, weil mit Bahn komme ich, glaube ich, noch nicht mal mehr mit vernünftig aus. Sind wohl eher 2,5 pro Bahn. Aber gut. Wenn wir drüben sind, dann haben wir gleich 5 Stück wahrscheinlich hier drauf gefahren. Ja, irgendwie sowas in der Art. Frage, welche Seite machen wir am besten? Ich glaube, wir fangen mal außen an und dann gucken wir mal weiter. Dann schieben wir das Ganze so ein bisschen dann nach innen rein, dass wir auch unser Gefälle reinkriegen. Denn das Wasser muss ja auch irgendwie ablaufen. Das war der dritte. Befüllen wir auch nochmal mit Kies. Und dann kontrollieren wir gleich nochmal ein bisschen nach, ob das denn so überhaupt passt, wie wir uns das gerade vorstellen. Eigentlich immer riesige dicke Kies rum. Also so wirklich sauber verteilen sieht zumindest nicht wirklich aus. Dann wird noch einmal gekauft. Fahren die Strecke dann, glaube ich, gleich noch einmal eben wieder zurück. Müssen wir eigentlich auch mal gucken, ob man vielleicht schon anfängt zu verteilen. Einfach weil das aktuell hier so immens viel ist. So, einmal zurück. Falsche Taste. 51%, ja. Kann man gut machen. Einmal eben zurückfahren und dann sehen wir mal weiter. Das sieht irgendwie gerade ein bisschen komisch bei meinem Laden aus. Das ist ein... Ah, okay, jetzt passt. Das sah mir kurz irgendwie ziemlich einseitig aus. Der Haufenstärke sieht jetzt aktuell ein Ticken besser irgendwie aus. Warum auch immer. Einkaufen uns noch, dann sollte das erstmal passen. Dann heißt erstmal verteilen. Und ja, jetzt was sagt, wir verteilen hier. Dann fangen wir ja eventuell schon drüben an zu verteilen. Und dann würde ich sagen, nächste Folge, der versagt wahrscheinlich dann da drüben, den Rest verteilen, wenn wir es jetzt gleich nicht schaffen sollten. Und zur nächsten Folge dann anfangen, den ganzen Kies hier zu verdichten. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt der größte Weltakt. So, einmal das auskippen. Und dann gucken wir mal. Jobs, Verkehrsstraße, 75%. Ja, ich glaube, einen würde ich noch drauf fahren.
Einen würde ich ehrlich gesagt tatsächlich sogar noch drauf fahren wollen, irgendwie. Obwohl, den lassen wir erstmal im Hintergrund. Weil das waren jetzt, glaube ich, 25%, die wir da drauf gefahren haben. So, dann senken wir das Ding mal einmal. Gerade ziehen. Räder hat zum Fahren, zum Flachziehen einen schöneren oder zum Fahren einen schöneren Vorteil. Ich habe glaube ich zu viel Sand mit drin. Na komm. Dann fahren wir mal ein bisschen vorwärts. Irgendwie mal eine gerade Spur zu finden, dass du vernünftig fahren kannst. Da tue ich mir persönlich noch irgendwie ziemlich schwer mit. Einfach mal irgendwie gerade zu fahren. Aber das sieht, glaube ich, momentan schon deutlich besser, denke ich mal, aus. Oder wie sieht das aus? Ich frage für einen Freund. 82%, also ein bisschen was haben wir hier noch rausgeholt. Klar, das Einfachste ist, einfach draufkippen und machen wir die Sinnflut. Wir haben das Geld, wir müssen eigentlich nicht sparen. Aber, ich weiß nicht, einmal eben drüber fahren und zum Verteilen irgendwie gehört, das finde ich so ein bisschen dazu. So. Fahren wir einmal geradeaus drüber. Sollte das ganz gut passen. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen abgekommen. Aber das macht eine gute Figur, würde ich sagen. Oder wie sieht denn das aus? Ich glaube, das kann man einem verkaufen. Geben wir gleich die Reste hier noch hin. Dann ist das hier soweit abgeschlossen. Oder wie sieht mir das hier aus? Jetzt mal noch ein Stückchen geradeaus. Wobei, können wir glaube ich besser ein bisschen nach links schieben. So, gerade irgendwie hier vor. Sehr schön. Warte. Andere Richtung. So. Jetzt sieht es ganz gut aus. Das sollte gleich sehr schön und sauber verteilt sein. Oder wie sieht mir das hier aus? 90%, ich würde sagen, einkippen wir noch hin und dann... Natürlich war zu erwarten, dass wir ein Ladescreen haben. So, einer wird noch hier vorne irgendwo in der Ecke hingekippt, beziehungsweise über die lange Bahn. Dann sieht das eigentlich vernünftig aus, dann hätten wir das hier schon mal hinter uns. Stückchen weiter geradeaus. Fangen wir an, hinten zu kippen. Vielleicht nicht ganz so extrem. Damit es ein bisschen schöner und gleichmäßiger verteilt aussieht.
So, das hätten wir. Dann fahren wir einmal raus. Und ich sage auch an dieser Stelle, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.